Okay. Es geht weiter, weiter, weiter. Saldin. Ja, man. Sagt mal was anderes hier. Egal, das sind niemand, die können sowieso nichts Neues. Ich habe mir keine Herzen. Okay, da fehlt uns dieses Teil, ist ja klar. Besiege den Morgenstern. Sammle Herzen. Besiege den Herzlosen in der Arena des Sonnen. Sammle Herzen. Nimm dich vor Steinrestoren in Acht. Erlege sie mit Blitzmagie. Wenn du das sagst, dann benutze ich Blitzmagie. Ich habe noch nie... Ich weiß das jetzt schon. Als ich früher... Ich muss mir Blitz kaufen. Früher... habe ich nie das durchgelesen, so richtig. Ich habe das einfach mal gekämpft. Nie die Schwächen ausgenutzt, die da sind eigentlich. Und was hat es mir gebracht? Nichts. Blitz... Blitz. Okay. Aber das ist echt so. Früher habe ich das nie gelesen, so richtig durchgelesen. Und jetzt bereue ich es. Ich weiß nur, dass ich früher da so richtig noob hab, da rumgekämpft habe. Und noch ein Blitz, wo Eis ist. Hey, das reimt sich ja. Denke ich mal. Vielleicht. Manchmal denke ich echt, dass es so laggt. Aber es ist nicht. Brich auf, sobald du bereit bist. Geht klar. Sammle Herzen. Okay. Komponente A. Geht klar. Warte, muss ich allein hier kämpfen oder kommt noch einmal? Oh, ich muss alleine kämpfen. Heute muss ich keine Untersuchung anstellen, also sollte ich die Arena meiden. Ich brauche nur ein paar Herzlose zu besiegen. Dann kann ich nach Hause. Ein paar? Das sieht nicht nach ein paar aus. Oh. Was bist du für ein Riesenbaba? Ich muss diese Roten töten. Die können heilen. Komm. Wie oft kann ich den Limitbrecher denn, verdammt? Verdammter Wichser. Hör auf, dich zu heilen, du! Oh, ich hasse diese Teile, die heilen sich immer so ekelig. Komm. So. Pyrosplitter habe ich ja gerade bekommen, aber... Es kommt noch mehr. Roxas, gutes Timing, Kleiner. Warum das denn? Die Film mit der dicken Oberarm. Wir haben ein paar Herzlosenprobleme in der Arena. Was? Wie ich schon sagte, und Terk ist nirgendwo zu finden. Das ist hier eigentlich kein Job für Anfänger, aber ich habe keine große Wahl. Jetzt wird's ernst. Pass also gut auf dich auf. Das werde ich. Hey, warte, ich habe noch einen Rat für dich. Nur zwei Worte. Der hat so dicke Arme. Trainier immer gut. Werde. Nicht. Leichtsinnig. Leichtsinnig, sage ich doch. Okay. Ach du heilige Scheiße. Das ist mal eine Oshi. Okay, da unten sieht man. Kämpfe ich nur alleine gegen ihn? Ja, nur alleine. Warte mal, da habe ich da gerade ein Abzeichen gesehen. Habe ich nicht gerade hier ein Abzeichen gesehen? Ach, da ist es. Du mit deinem Erdbeben, leck mich.
Hä? Wieso funktioniert die Kamera nicht? Die Kamera funktioniert momentan nicht. Ja, jetzt funktioniert es wieder, aber unten ist die Leiste. Wieso ist das unten da weg? Okay. Ich muss mich heilen. Okay, Blitzmagie war seine Schwäche, hat er ja gesagt. Stimmt halt so. Du heilige Scheiße. Vita. Komm her, du Riesen. Okay, schaffe ich den? Ich hoffe das schon. Ich hau ab. Ja, ich wusste es. Guck hierher. Ey, wenn das... Ich weiß noch, dass ich früher so lange bei ihm gebracht habe. Weil ich nicht so... Weil ich nicht taktisch gekämpft habe. Oh, oh, das war knapp. Das war knapp. Komm her, du Riesen-Oschi. Guck hier hin. Das war ein dämlicher Fehler. Ich hoffe, den ich nicht bereuen werde. Ich will wenigstens diese Leiste von ihm wegbekommen. Abhauen. Okay. Okay, ich habe gewonnen. Du musst schon treffen. Und was jetzt? Schöne Arbeit. Du sahst da drin gut aus. Danke. Jetzt, wo du warm bist, wie wär's mit Training? Was? Willst du nun ganz oben oder nicht? Jeder hoffnungsvolle Held muss sich zwei Dinge merken. Trainiere jeden Tag. Ich glaube, du hast in der Schule echt nicht gut aufgepasst. Ich sag's dir, ich bin nicht. Kein Aber, Kleiner, jetzt leg schon los. Sag mir Bescheid, wenn du soweit bist. Der hat so dicke Oberarme, Mann. Heftig, heftig. Besiege Herzlose und sammle Herzen. Donnersplitter. Praktische Anwendung, okay. Ah, da ist meine Truhe. Tech Mode 3. Und da ist noch eine Truhe. Bio-Rezept. Okay. Jetzt kann er eigentlich das machen, was er will. Komm. Alles klar, dann fangen wir mal an. Bist du bereit fürs Training, Kleiner? Ja. Ach ja. Jetzt weiß ich wieder, wie man das komplett machen kann. Man muss jetzt wirklich die Herzlosen mit den Kisten bewerfen. Und dabei Herzen sammeln. Das dauert jetzt lange. Das dauert jetzt echt lange.
Wenn man es jetzt voll machen will, musste man das jetzt machen. Aber ich habe bisher keinen Herzlosen getroffen, oder? Das ist scheiße, die Punktzahl, die ich da unten habe. Wie viele Punkte habe ich bekommen? Ja, okay, geht ja. Die gibt mir viele Punkte, die roten, diese Explosionsding hier. Okay, es laggt etwas, aber ist nicht schlimm. Wie viel Zeit habe ich? Nicht mehr so viel Zeit. Ich muss es öfters machen. 19 Punkte, ich hoffe, du lernst schnell dazu. Versuch's nächstes Mal mindestens 100 Punkte zu erreichen. Oh. Ich darf da nochmal machen. Willst du nochmal versuchen? Ja, ich will's machen, weil ich will's. Ich kann eigentlich auf die Punkte scheißen und ganz nur diese Gegner hier angreifen. Komm. Mission abgeschlossen, ist klar, aber ich will noch weitermachen. Und man bekommt sowieso nichts Besonderes, wenn man das jetzt macht. Ich mache das jetzt nur wegen den Herzen. Ich will den Limitbrecher haben. Es laggt etwas, aber es ist nicht so schlimm. Das Schlüsselschwert hat seine Macken, wenn es diese komischen Moves macht. Okay, komm. Okay, ich mach's noch einmal, dann habe ich das. 0 Punkte, ja. Ja, ist klar, du sagst immer das Gleiche. Es bringt mir sowieso nicht, dieses hier zu machen. Ja, ich will das jetzt komplettieren. Ey, ich verbringe einen Part mit dieser Mission hier. Das ist echt beschissen. Das ist echt nicht schön. Okay, nur ein kleines Stückchen nur. Mal einer von euch muss mich so einen Trick verpassen, dann werde ich den Limit-Modus und danach habe ich sowieso das alles geklärt. Komm. So. Wenn ihr mich schon treffen wollt, dann richtig. Hä? Wieso werde ich nicht geheilt? Ich meine, wieso komme ich nicht in den Limit-Modus? Habe ich auch irgendwie mal das fertig? Hallo? Ja, ich habe es geschafft. Okay, die könnte mich eigentlich jetzt töten, weil mir das jetzt sowieso egal ist, was mit dieser... weil es mit diesem Spiel jetzt zu tun hat. Weil ich jetzt nur diese Herzen sammeln wollte. Okay, der kann schweben. Er ist ein Jesus. In Kingdom Hearts, ich hoffe, du lernst schnell dazu. Ja, ist klar, aber ich habe keinen Bock mehr. Roxas, guck mich so traurig, du hast eine Mission erfüllt. Okay, das reicht für heute. Ist mehr als genug. Erst die Herzlosen und dann noch das Training dazu.
Weißt du, du könntest wirklich... Was könnte ich wirklich? Könnte ich wirklich was? Du könntest wirklich etwas mehr Training gebrauchen? So, so. Ich habe genug Kerzen gesammelt. Ich schätze, ich kehre zum Schloss zurück. Tut mir leid, Kleiner, aber ich muss leider weiter. Ich habe ein paar Dinge zu erledigen. Nymphen jagen, du weißt ja, wie das ist. Mir ist klar, du perverser Bastard. Ich schätze, das war's dann. Ich gehe zurück zum Schloss. Okay. Hab ja auch alles erledigt. Und schon wieder gehen wir an Herk vorbei. Phil, ich bin wieder da. Wo warst du, Herk? Wir wurden von Herzlosen überrannt, während du weißt, scheiß wo warst. Okay, Herzlose, wo? Ich mach sie fertig, Phil. Zu spät, der neue Schüler hat sich um sie gekümmert. Ich sag dir, der Kleine ist nicht schlecht. Yay, bist du wieder gammeln? Die genießen echt ihr Eis. Boah, man kann echt nicht deren Gesichter erkennen. Mal zwei, okay. Tag 122. Wir besuchen das Schloss des Biestes. Hey. Okay. Wie viele Tafeln habe ich schon? Kann ich auch mit der Maus dahin? Ja, ich kann auch mit der Maus dahin. Okay. Speichern wir mal ab. Wird doch langsam mal Zeit. Und ja, was sollen wir machen? Wir gehen mal in die nächste Mission, wenn wir mal Zeit haben dazu. Ich habe ja noch 3 Minuten. Ermittlung zum Schlossherr. Wer ist der Schlossherr? Sammle gemeinsam mit Saldi und Informationen. Sieh dich um und finde mehr über den Schlossherrn heraus. Okay. Aufklärungsmission ein bisschen. Okay, wo ist Saldi? Na, da ist er ja. In Kinema 2 ist er ja in dieser Welt stationiert. Immer noch genauso dunkel und leer. Wie eine Höhle, passend für ein Biest. Biest? Du hast es doch gesehen, oder? Wie soll man sonst das nennen? Du hast hier also etwas alleine umgesehen? Ja, ich vermute, dass es durch irgendeinen Zauberspruch verwandelt wurde. Ein Zauberspruch? Die Informationen, die wir gesammelt haben, lassen vermuten, dass es einmal ein Mensch war. Der genaue Ablauf der Ereignisse ist unklar, aber der Spruch ist hat ihn in dieses Ding verwandelt. Wow, und wir haben ihn die ganze Zeit als Monster bezeichnet? Herzlos. Wir sind zum Analysieren hier, nicht zum Sympathisieren. Suche mir nach Hinweisen. Okay. Die Gemächer des Biestes kommen später. Durchsuchen wir zuerst den Rest des Schlosses. Wenn du das sagst. Okay. Psst, ich höre Stimmen. Hier ist jemand. Der Herr will nicht einmal mit Bell. Ja, dann müssen die das die Diener sein. Kommen wir, bevor sie uns noch sehen. Ja. Sagst du auch noch zu der Tür was? Nee, du sagst nichts zu der Tür. Okay, es ist Riesenschattenlöcher, die sind sowieso sinnlose. Verfolgen die uns? Ja, hier kriegen Bastarde. Okay, die sind weg. Hallo, wo? Wer will mich angreifen? Ach komm. Wenn ihr mich schon nervt, dann ist es eure Schuld. Greift nicht gegen die Luft an. Was machst du da oben? Einmal eine Runde abchillen oder was? Sehen wir mal, was hinter Tür Nummer 2 ist. Roxas, wir dürfen nicht entdeckt werden.
Du öffnest keine Türen mehr. Das lass nicht zu. Okay, Digga. Ich muss auch gleich einen Cut machen. Kommst nicht mal. Ich kümmere mich um. Wo springst du hin? Okay. Kratzspuren. Zweifellos von den Klauen des Biestes. Es kämpft nicht gerade sauber, oder? Sieht aus, als hätte es einen aussichtslosen Kampf gekämpft. Luftgrätsche Stufe. Oh, gut, gut. Okay, wir sehen uns das nächste Mal.